es Teile davon, die so diskutiert ja, sind? Fragen Sie den Kardinal Ratzinger. Aber ich glaube, dass das schon etwas gemacht ist. Das ist gemacht, dass die Theologie der Liberation ist nötig auch, kann nicht sein. Ja. Von anderer Seite aber muss man sie von allen diesen Elementen, die theologisch und christlich nicht akzeptabel sind, soll man diese Theologie der Befreiung befreien. 1986 publiziert die Glaubenskongregation ein zweites Dokument. Das neue Papier beschreibt die Befreiungstheologie positiver und differenzierter als das erste. Es würdigt das Streben nach Freiheit als christliche Aufgabe. Wäre es eigentlich nicht besser gewesen, das, was im zweiten Dokument steht, schon im ersten mitzubehandeln? Das kann man ja noch immer fragen, aber es schien uns drängend, überhaupt die Thematik anzufangen. Und erst der Anfang hat dann eigentlich auch die Fortsetzung so provoziert, sodass ich glaube, dass ein Anfang zwar immer sozusagen eine Fortsetzung erheischt, aber eben auch als Anfang seinen Wert. Aber manche Missverständnisse und Polemiken hätte man vielleicht vermeiden können. Das ist richtig, man könnte es immer besser machen, als man es gemacht hat. Also ich glaube, er hat das